crossing a zone of turbulence. Please return to your seats and keep your seatbelts fastened. Keep your seatbelt fasten. Aua! Hä? Aber ich verstehe gerade schon wieder was nicht. Ist egal. Wir stürzen jedenfalls ab. Ich habe gerade zwar andere Probleme, aber ist egal. Hey Leute und willkommen zu einem kleinen Special-Video. Ja Leute, The Forest zusammen mit natürlich dem Comebacker, dem krassen, einzig wahren Lucky. Der Flo ist wieder dabei, Leute. Hey, was ist hier los? Ewig war er nicht mehr auf meinem Kanal und jetzt hat er gesagt, ey, ich komm mal wieder vorbei. Weil mich jeder mag. Ja, also einfach mal Hashtag geiles Comeback in die Kommentare. Ich verlinke mich einfach mal rechts oben beim i die Playlist zum The Forest Projekt, denn wir haben damals vor knapp oder mehr als einem Jahr, ich weiß es gar nicht, The Forest zusammen mit dem Flo gespielt und haben daraus 17 Folgen gemacht. Ein geiles Projekt war das auf jeden Fall, eins meiner geilsten auf meinem Kanal überhaupt. Ja, jetzt haben wir uns gedacht, an dem Spiel wurde vieles verändert. Wir haben uns auch verändert. Und deswegen probieren wir jetzt einfach mal noch ein, zwei Folgen. Wir werden jetzt einfach mal ein bisschen was ausprobieren, einfach mal wieder ein bisschen spielen. Und ihr könnt dann einfach mal eine Bewertung da lassen. Und je nachdem, wie viele Daumen nach oben dieses geile Video hat, werden wir vielleicht auch noch mehr Folgen bringen. Ja, würde mich freuen. Gerne eine Bewertung da lassen, wie gesagt. Und wir machen einfach irgendeine Scheiße und ich schneide irgendwas rein und das wird schon witzig, ne? Ja, immer. Ich hack einen Baum! Aggression rauslassen! Wie ging das? Ich hab übrigens, okay. Leute, wir haben absolut kein... Ich weiß, wie öffne ich denn das Menü? Oh, da ist eine Hexe! Was? Die krieg ich! Oh. Hast du sie? Ach, da ist sie! Oh, ja. Ich hab sie verloren. Ich häute sie, warte. Oh. Ah, ich hab die Echse. Tschüss. Warum bin ich eigentlich. Können wir mal baden gehen? Ich bin voll heselig mit Blut überschwemmt. Ah! Ja, genau. Oh, ich bin halb tot. Hä, das war tatsächlich, glaube ich, die Szene hier. Wo der große Krieg war. Also Leute, ihr müsst euch auf jeden Fall die alten Folgen angucken. Aber das, ihr müsst euch die ganzen Folgen mal angucken. Weil da hinten ist ein Lager. Das war, wie gesagt, ein so geiles Projekt, das glaubt mir kein Mensch. Außer ihr habt es eben gesehen. Keine Ausdauer, da ist eine Echse hinter dir! Da hinten sind Molochs. Da unten sind Molochs. Echt, wo denn? Ach, da links, ja. Wollen wir die schlachten? Da ist eine Echse! Die krieg ich! Alter, hast du was gegen Echsen? Kleidung. Echse! Ja, weiter geht's, oder? Ja, wo gehst du denn hin? Geht er schon wieder in Ritzen, Alter, wie in den alten Folgen. Da ist er immer in die Ritzen reingekrochen. Digga, Alter. Oh nein, da brauchen wir die. Ach nein. Ja, ich spring runter! Hey, das Überleben ist safe, oder? Ja, aber wir kommen nicht mehr hoch. Ah, das ist richtig. Das war's mit der Folge. Jo, ciao. Kann er das bitte wegpacken? Ja, ich weiß auch gar nicht, wie es wegpackt. Wie wir beide so die Axt gleichzeitig so. Und beide wollen das Feuerzeug weg. Wir sind so gut, Alter. Ich drücke jetzt einfach alles. Und eine Echse? Eine Echse! Ich habe noch keine einzige gekriegt, Mann. Warte mal, bleib mal stehen. Hey, lass uns hier aufbauen, das schaut richtig schön aus hier. Was willst du aufbauen? Ich will direkt zum Endboss. Ja, es geht schlecht. Da können wir. Da ist Moloch! Wo? Links, links, rechts. Von dir aus. Mama? Gott hat er mich erschrocken, Alter. Hi! Guten Tag! Wie heißen Sie? Mann! Oh, yeah. Oh, oh. Da kommt noch einer! Oh. Der hat dich ja richtig erschrocken. Au! Du dummes Arschloch. Ich, warte, ich hab keine Ausdauer mehr. Ich bin schon wieder so panisch am... Ja, also ich hab grad gesagt, hier ist ein guter Ort und dann komm er.
Ich so, ja, hier können wir was aufbauen. Dann kommen erstmal zwei Muloks. Wir müssen ein Haus bauen, es wird Nacht, weißt du, was da los ist? Ja. Boah, du hast mich ganz so erschrocken. Ich dreh mich um, auf einmal stehst du da. Ja, bau doch so ein Kackhaus. Ja, ich? Hier, füll auf. Wir haben nicht genug Stöcke. Und wir haben nicht genug Blätter. Ich sehe gar nicht. Wie macht man das Feuerzeug an, Mama? Ich hol eine Fackel raus. Hi. Und du holst. Wir werden niemals Stöcke finden. Hey, wo gibt's nochmal Stöcke? Ich hab keine Ausdauer, Mann. Du rennst wie ein Irrer einfach. Hä? Ich muss wo was. Gibt's ein Stück? Da ist Molok irgendwo, ich weiß nicht wo. Ich bin weg. Ich weiß nicht wo. Tschüss. Wahrscheinlich rennen wir jetzt in die rein. Bleib mal hier bei mir. Das Ding ist, Bleib doch mal hier beim Zelt. Nein, wir brauchen Stöcke, Digga. Ja, genau, renn einfach weg. Ich höre Lachen, aber ich sehe nichts. Ja, auch hinter mir. Oh nein. Ich hab ihn. Oh, du bist aber so da kommen noch welche. Ja, egal, ignorieren. Ich kann ihn nicht hauen, weil ich keine Ausdauer habe. Ich bin tot. Was? Ja, ich bin tot. Er freut sich richtig. Ja, ja. Ich bin tot, ne? Du musst mir helfen. Wo bist du denn? Hier. Ja, da ist doch gar keiner. Ja, ich habe ihn gerade gekillt, aber ich bin tot. Ich habe einen Balken noch. Ja, warte, hast du Medizin? Nee. Woher? Da kommt einer hinter dir. Da, ich bin tot. Bist du ganz tot? Ja. Hilf mir. Hey, kannst du mich aufheben? Ich sehe dich halt nicht. Kannst du mich aufheben? Jo. Mann, fängt es gut an. So. Oh. Boah. Ja, unser ganzes Zelt ist kaputt. wir müssen auf jeden Fall bestenfalls jetzt schon Stöcke und so suchen. Wir sollten bestenfalls jetzt Essen holen, ich hab Hunger. Ich komme auch. Oh, Doppelattacke! Jetzt ist tot. Nee, ist immer noch nicht. Oh! Oh! Ich hab mich so erschrocken, Alter, wie ich auf der Kamera gezittert hab. Oh mein Gott. Alter, Krokodil, ne? Oh, pfui. Guck mal. Warte, Alter, das gibt doch übelst viel Essen. Guck mal, was ich hab. Ja, ein Telefon anscheinend. Du musst jetzt ein bisschen mich beschützen, ne? Vor den Krokodilen. Ich bin gleich wo wieder ist da. Unsere Feuerstelle? Ich bin gleich wieder da. Oh nein. Oh nein. Derp. Fang hier oben schon mal an und kannst du mir Stöcke geben? Von welchem soll ich den? Welchen Baum soll ich denn nehmen? Das ist ein Rentier. Warte, den kriegen wir! Hä, was ist denn da drüben? Ich weiß, du das? Ja, ich wollte gerade sagen, aber ich weiß es nicht. Ja, lass das später mal hingehen. Das sind, glaube ich, einfach nur Bäume, die cool sind. Welchen Baum soll ich denn dafür nehmen fürs Baumhaus? Such einen aus. Alter, der Typ geht mir so auf den Sack. Er steht einfach auf der anderen Seite von dem Teich und guckt mich an. Und sobald ich... Oh, jetzt... Nee. Ja, ich fahr den um. Doch, jetzt kommt er, jetzt will er kämpfen. Nee, jetzt rennt er wieder weg. Ist der blöd? Ist der blöd? Ich komme mit meinem Schlitten, keine Angst. Ja, ich habe auch keine Angst vor dem. Der ist irgendwie nur doof. Oh, hier ist ein Eichhörnchen. Guck, jetzt rennt er wieder weg. Guck mal, da rechts ist er, rechts von dir. Hi. Ich fahr den jetzt um, Alter. Na, guck mal, der hat Angst. Oh. Guck, jetzt rennt er wieder weg, aber der geht nicht ganz weg, der bleibt immer dann stehen. Oh. Oh, du dummes Arsch. Oh, aua! Warte, wie hast du es geschafft, dass er jetzt nicht komplett weggerannt ist? Ich habe ihn einfach gehauen. Oh, es wird Nacht, ne? Das ist auf jeden Fall noch sein Kumpel irgendwo hier. Wir sollten jetzt mal... Ja, guck mal kurz, dass sein Kumpel mich nicht attackiert. Dann hier, den Baum will ich. Das Ding ist halt echt, dass wir kein Seil haben, ne? Es wird vielleicht gerade Nacht, ne? Ja, was soll ich denn tun? Ich hack den Baum und kann nicht, weil ich keine Ausdauer habe. Oder schau mal, ob wir uns Essen fertig! Schau mal, ob wir uns mach mal so ein Notlager. Oh nein, jetzt beginnt es schon wieder, Alter. Ich bin ins Feuer gelaufen. Ich vorhin auch. Au! Meiner schreit richtig hart. Wir brauchen nur noch einen Stock wieder. Ich hab einen Stock, oder? Ich hab einen Stock! Da ist Molok! Hi! Hey, rein! Da kommen noch mehr, warte mal. Er schlägt sich gerade! Oh. Wir können doch nicht schlafen, angeblich. Da ist noch einer.
Nein. Doch, natürlich, das kann da. Nein! Doch! Ist der denn schon weg? Ja, ich schlaf jetzt. Ah ne, wir könnten noch nicht. Alter, wie behindert ist denn das? Warum können wir noch nicht schlafen, Mann? Ja. Ess doch jetzt! Ach so, oh. Ah ne, erst nach dem Schlafen. Zu spät. Ich leg noch was drauf für mich. Ja, für mich bitte auch. Ich hab nichts mehr. Digga, Alter, warum können wir noch nicht schlafen? Es ist stockfinster. Nee, guck doch mal, es ist voll hell. Vor allem, wenn wir jetzt instant schlafen, dann ist es immer noch dunkel, wenn wir aufstehen, glaube ich. Nein. Dann machst du nicht, ich bin jetzt vorher gelaufen. Ja, du brennst aber gar nicht. Ja, nee, ich bin nicht richtig reingelaufen. Ich bin irgendwie. Warte, kann ich drüber rennen? Warte mal. Ich bin nur gestolpert. Ah, ja, ich kann drüber rennen. Wie ist ja immer so? Du brennst immer noch bei mir. Nein. Du stehst gerade vor mir und brennst. Muluk! Wo denn? Da, am Ende des Tunnels. Ah. Hä, der hat einfach ein Licht auf dem Kopf. Was ist das für ein Muluk? Der hat einfach ein Licht auf dem Kopf. Oh nein, der hat einen Kampfschrei gemacht. Wir können schlafen übrigens. Drück mal drauf. Ja, hab ich schon. Hä? Hä? Drück doch. Drück doch. Alter, wo ist der Muluk jetzt? Ich weiß. Ist er uns jetzt auf?